Sie treffen heute zum ersten Mal aufeinander. Da dürfen wir gespannt sein. Von ihm erwarten wir heute einiges. Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben, sonst macht er hier sein Tor. Da bin ich mir ganz sicher. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Kurze Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Maradona, er schießt. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Jetzt kommt die Ecke. Keiner kommt ran. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Robertson. Mkhitaryan. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Der Pass jetzt auf Douglas Costa. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Chance lebt noch. Auf Außen ist Platz. Aubameyang. Sehr gut aufgepasst. Und Douglas Costa. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Rijkaard mit dem Tackling. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Douglas Costa. Hamšík. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Ganz souverän hier vom Torhüter. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Gabriel Jesus. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Aubameyang, da schießt er. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Da hat er alles richtig gemacht. Aubameyang. Super Aktion von ihm und da ist er dann nicht zu stoppen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ballverlust. Maradona. Jetzt Alexandro. Jetzt Douglas Costa. Und Marek Hamšík. Luis Figo am Ball. Jetzt schießt er. Dries Martens. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Maradona. Alexandro. Jetzt. Mertens. Und jetzt der Schuss. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Luis Figo und Rijkaard. Frank Rijkaard war ein ganz wichtiger Mann bei Ajax Ende der 80er, aber auch in der Nationalmannschaft. Er war ein Spieler mit dieser Willensstärke, mit diesen Führungsqualitäten. Das findest du nicht allzu oft. Es war generell eine klasse Generation bei den Niederländern und er war einer der Besten. Maradona, da haben sie jetzt Platz. Douglas Costa. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Gutes Pressing jetzt. Super dazwischen gegangen. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Jetzt die Ecke.
Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Matip. Martial. Gabriel Jesus. Martial. Sehr guter Einsatz. Weg ist der Ball. Luis Figo am Ball. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Baresi. Alexandro. Jetzt. Jetzt Ries Mertens. Schießt er ihn rein. Abwehr hat aufgepasst. Jetzt müssen sie aufpassen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Figo mit dem Schuss. Und er ist nicht drin. Das war ein knappes Ding. Und damit ist der Ball weg. Jetzt Douglas Costa. Defensiv machen sie es gut. Und Lukas. Aubameyang. Jetzt ist Mkhitaryan. Schöner Steilpass. Ja, moin. Hamsik. Und Rijkaard. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Und Lukas. Klasse Technik. Mertens. King. Gabriel Jesus. Den Ball treibt Aubameyang nach vorne. Martial, ist es das? Oh, shit. Kein guter Volley. Na, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Diego Maradona. Der war weit weg, aber kein schlechter Schuss. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Und zur Pause haben beide Teams noch. Sorry, wenn ich gerade nicht so viel rede, aber ich bin gerade ein bisschen, ja, aufgeregt, konzentriert wegen meinem ersten Game. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Douglas Costa am Ball. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei... Er schießt! King. Nur Mkhitaryan. Figo. Bei Barca sorgte Luis Figo so richtig für Furore. Mitte der 90er war das. Könnte der Ausgleich sein. Und er geht rein. Oh, oh, Ausgleich. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist wieder alles offen. Alles ist möglich. Alles wieder offen in diesem Spiel. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Und Aubameyang. Die Profikarriere von Pierre-Emerick Aubameyang begann ziemlich kurios, oder Buschi? Ja, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Er unterschrieb den ersten Profivertrag beim AC Milan, wurde aber über die komplette Vertragslaufzeit immer wieder ausgeliehen. Nach Dijon, Lille, Monaco und schließlich Saint-Étienne. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Macht er ihn! Sie liegen vorne und das natürlich absolut verdient. Ja, muss man nur auf den Spielverlauf gucken, das passt. Und den macht er mit seinem Schwächeren. Ja, okay. Ja, so schwach kann der aber nicht sein, wenn er damit trifft. 2-1, hier ist noch alles drin. Aubameyang. Und Lukas. Pereira. Sie bieten sich an. Jetzt Aubameyang. Martial. Mkhitaryan. Aubameyang! Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Über die Torauslinie, Ecke. Gabriel Jesus. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Freistoß jetzt vielleicht. Ist das die Chance?
Nee, der Freistoß war nix. Es gibt Ecke. Die Ecke kommt. Matip. Rashford. Da passt er auf. Pierre. Jetzt der Schuss. Fällt das Tor doch noch. Nee, der geht nicht rein. Oh, komm. Ah, klasse Chance. Da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Er will den Ball. Gefällt ihm natürlich nicht, was hier gerade passiert. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Rashford. Sehr guter Einsatz. Ballverlust. Lukas. Er geht weite Wege. Aubameyang. Gut von Baresi. Aubameyang. Rashford. Rashford. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Hey Kevin. Und da ist der Ball wieder weg. Da hat er sich vielleicht doch etwas zu viel vorgenommen. Die Entfernung war zu groß. Und Marek Hamšík. Luis Figo am Ball. Und jetzt Lucas Costa. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Alexandro am Ball. Nun Hamšík. Und jetzt wird es Einwurf geben. Nee, sagt mir nichts. Alderweireld. Gabriel Jesus. Und Aubameyang. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Rashford. Schaffen Sie hier noch den späten Ausgleich? Die Fans glauben weiter dran. Gabriel Jesus. Sie suchen die Lücke. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Alderweireld hat das geahnt. Das war wichtig, diesen Ball noch abzufangen. Das hätte was werden können. Rashford. Frank Rijkaard. Wie, kein Foul. Diego Maradona. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Alessandro Nesta. Hamšík. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Und Aubameyang. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Mertens. Das könnte gefährlich werden. Jetzt Douglas Costa. Da kommt die Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Lukas. Da kommt der Pass auf außen. Hereingabe jetzt. Schade. Da war sicher mehr drin. Luis Figo. No. Diego Maradona. Und Marek Hamšík. Gabriel Jesus. Aubameyang. Mit der vielleicht letzten Akt Mkhitaryan. Oh, das komm. War richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Ja, das war's. GG.
Rashford. Und er gewinnt den Zweikampf. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. Das naja. Hätte auch anders ausgehen können. Thank you.